Ein neues Kerzchen wäre mal ganz geil. Wenn ich eine neue Kerze mal finden würde. Da hinten möchte ich nicht. Ganz viele Kerzen. Hier im Bus ist wieder eine. Ich hoffe, es spawnt jetzt keiner. Das wäre so mies. Was? Your light will wake him? Wie kann ich das denn ausmachen? Willst du mich verarschen? Da hinten hat jemand geschnarcht. Ich schwöre, da hinten hat jemand geschnarcht. Mein Licht wird in... Okay, ich will hier ungern stehen bleiben. Muss ich ganz ehrlich gestehen. Ich will ungern hier stehen bleiben. Was ist das denn? Ohne Geräusche? Wie gruselig. Ich höre den schon wieder schnarchen. Ich habe kein... Ich mach die Kerze aus. Hier ist eine neue Kerze. Ich nehme die einfach mit. Danke. Danke für den neuen Follower. Vielen lieben Dank. Stubinio. Vielen Dank für den Follower. Vielen lieben Dank. Und willkommen zur Let's Play Live Show. Und auf YouTube. Hallo. Am Spiel. Schön. Warum spiele ich das eigentlich immer? Ich sollte mir mal mehr Horror-Let's Plays von anderen Let's Playern angucken oder anderen Twitch-Streamern. Aber es streamt ja kaum einer Horror, weil sie alle Schiss haben. Ich habe jetzt schon Angst vor Resident Evil. Muss ich ganz ehrlich gestehen. Oh, da schnarcht er wieder. Ich gehe mal Richtung Kerze. Resident Evil 7, oh Gott, er mit VR, Hilfe. Ich habe Angst. Es kommen ja noch ein paar andere Horror-Titel demnächst. Outlast kommt ja auch noch nächstes Jahr. Das wird ein Fest. Kann es sein, dass die Kerze oben auf der Brücke liegt? Uah. Ah, hier, guck mal, ein Eimer. Ja, das Prinzip ist dasselbe. Das Prinzip ist dasselbe, da gebe ich dir recht. Als wie bei Emily. Also so wie bei Emily. Aber es hat hier ein bisschen mehr Hand und Fuß. Es spielt sich besser. Muss man sagen. Es spielt sich echt besser und macht mehr Spaß als wie bei Emily. Emily war ja echt ein Spiel. Alter, diese Geräusche. Furchtbar. Als ob einer am Wursten ist. Ich schau gerade, ob ich irgendwas funkeln sehe wegen einer neuen Kerze. Ja, bewaffnet mit einer Kerze im Wald. Könnt ihr mal ausprobieren. Macht bestimmt Spaß, so ganz alleine. Emily? Bist du's? Da ist eine Kerze. Wir haben's. Das Prinzip mit der Uhrzeit ist definitiv wie bei Emily, auf jeden Fall. Also das. Sure, I knew him. So what? We haven't hung out since junior high when he joined some website and stopped caring about real life. Drei Uhr. Gibt's ja auch wieder zwei Zettel oder nur einen? Keep moving.
Keep moving, moving, moving. Moving, 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 moving. Moving, 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 moving. Ich bin die ganze Zeit im Moving-Modus. Ich weiß ja nicht, was ich sonst machen soll. Gibt's hier irgendwie... Warte mal, ich schau mal... Hallo? Kann ich hier irgendwie was sammeln? Hier vielleicht? Das erinnert auch unheimlich an den Wald von Daylight, muss ich sagen. Moving, moving, moving. Mal eben heimlich aufgestoßen. Ich hoffe, man hat's nicht gehört. Moving, 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 moving. Was, bin einmal nachts allein im Dunkel durch den Wald. Hat mir gereicht. Nur das Mondlicht. Ich bin echt einfach gerannt. Ja. Ich war auch schon mal ich hatte schon mal eine Nachtwanderung gemacht an meinem Geburtstag dieses Jahr. Mit ein paar Freunden durch den Wald nachts. Hab da so eine Gruselgeschichte erzählt. Ich bin selber. Ich habe mich selbst erschrocken. Weil bei uns gibt's hier in der Nähe so einen Hexenwald. Da soll es wohl früher mal ein paar Hexen gegeben haben. Hier war doch gerade irgendwo eine Kerze am Leuchten, oder bin ich jetzt... Hä? Ach, hier. Und, deswegen nennt man den Hexenwald. Das ist bei mir ganz in der Nähe. Keine Ahnung, keine 10 Minuten von mir entfernt. Und, das war schon unheimlich. Wir gingen durch den Wald, waren alle ganz still und hörten auf einmal so ein komisches Knacken. So, als ob jemand eine Holztür öffnet. So müsst ihr euch das vorgestellt haben. So... Ja, da... sind wir alle so ein bisschen zusammengezuckt, dachten so, oh, nicht auch, wo ich eigentlich nur so eine Geschichte so erfunden hatte. Ich dachte so, die Hexen, ja, ja, weißt du, ganz cool, so, ja, Hexen hier, und man hört sie abends, und auf einmal ist es so, da stand der Flex nur noch so da. Also, ja. Aha. Ja gut, der eine hat Probleme damit, der andere nicht. Aber so ein richtig dunkler Wald... Vielleicht nur mit einer Taschenlampe bewaffnet, ist schon creepy. Bräuchte. Willst du mich verarschen? Geh weg! Ich wollte doch nur. Ey, ich will doch nur zur Kerze! Lass das! Der erwischt uns. Oder auch nicht. Oh, hier. Gott sei Dank. Keine Probleme damit, nachts durch den Wald zu gehen. Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Also ich kann es nicht. Bin gar nicht anfällig für sowas. Nichts mehr. Es ist so. Ich finde aber auch nichts irgendwie an neuen Sachen oder so. Was ist das denn, Alter? Ich konnte den gar nicht ausweichen. Ach, guck mal, hier ist so eine Kerze. Können wir mal anzünden. Komm, nehmen wir mal mit. Was haben wir? Ich dachte, ich finde hier wenigstens noch ein bisschen, ein paar Zettelchen oder so. So über Slenderman. Oder halt ein paar Gegenstände, die wir noch sammeln. So, hier ist... Natürlich. Ich renne in die einzigste Sackgasse, die es hier gibt. Ich verlasse schon die Wörter. Ich habe als Kind zu viele Horrorfilme gesehen. Ja, ich habe nicht nur als Kind zu viele Horrorfilme gesehen, sondern ich habe als Kind sogar ein Horrorbrettspiel mitgemacht. Mit Videokassette. Das war gruselig damals, zu meiner Zeit. Das Spiel hieß Atmosphere. Könnt ihr ja mal googeln. Da gab es mehrere Videokassetten zu. Keep moving. Ja, bleibt in Bewegung. Ich brauche eine Kerze. Das war ein Gruselbrettspiel. Alter, ich hab mich so in die Hose geschissen.
Weil der Typ hat immer mit dir geredet. Der Jüngste kommt jetzt mal ganz nah in den Fernseher und solche Geschichten alle, Alter, das war so. They are more aggressive in the darkness. Okay. Oh, wir haben sogar um 3 Uhr haben wir schon alle. Achso, wir haben schon alles gefunden um 3 Uhr. Achso, okay, hier fehlen uns noch 2 Sachen, glaube ich. Hier noch 1. Da auch noch 1. Ah. Interessant. Uja. Oh Gott. Moving. Ob wir 3 Uhr schaffen? Mal gucken. Kriegen wir bestimmt hin. Keine Schleichwerbung hier machen. Moving. Ja, haben wir schon. Haben wir schon gehört und schon gelesen. Es ist immer noch 3 Uhr. Ich glaube nicht. Ich glaube, wir haben es so irgendwie so 11:30. Achso, vielleicht sollte ich mal die Kerze mitnehmen, ne? Ich bin so schlau. Naja. Wo könnten denn noch... Achso, wir haben ja eigentlich alle Hinweise schon... Wie lässt die Stimme? Hinweise? Wir haben schon alle Hinweise um 3 Uhr gesammelt. Also kein... Also gibt's hier nichts mehr zu finden. Das heißt, wir müssen nur versuchen, die Nacht zu überleben. Aber die Kerze ist schon cool animiert, muss man sagen. Das Kerzenflimmern so. Schon geil. Ich rede nur, um mich selbst zu beruhigen. Ihr wisst es ja. Was war das? Da gucke ich einmal nach rechts, Alter. Da spawnt der Dödel vor mir. Okay, ich sollte das vielleicht nicht in dem Zusammenhang sagen. Das klingt falsch, wenn ich das so sage. Hö, ich will da rein. Allein bewaffnet mit einer Taschenlampe, wollte ich gerade sagen, mit einer Kerze, gehe ich durch den Wald. Ich bleibe so lange im Wald, bis meine Hose knallt. Vielleicht sollte ich sowas nicht sagen. Oh, guck mal hier, der Bus. Da ist doch bestimmt noch eine Kerze drin, ne? Die wir aber eben mitnehmen können, oder? Ja, ist gut. Alles gut. Hör auf zu schnarchen. Ich schnarchte da auch nicht so unheimlich ins Ohr. Und dann haucht er mir noch so ins Ohr, so. Alter, er schnarcht da. Und dann haucht er mir ins Ohr. Ist wahrscheinlich so ein Notgeiler. Mit der Maske. Warum liegt hier eigentlich überall Stroh und warum hat er eine Maske auf? Das kann ich wissen. Hier ist noch eine Kerze. Schon mal in Sicherheit wiegen. Geh weg! Lass das! Ich gehe mal in die Richtung, da ist noch eine. Ich hoffe, ich komme da irgendwie hin. Da ist sie. Die nehme ich mit. Oh. Nimm die scheiß Kerze mit. Moving.
okay, der. Alter, was? Das war ja mal sowas von dumm. Ich kam aus dem Baum da gar nicht raus, weil ich da an dem Baum hing. Wie bescheuert. Geht schon wieder von vorne los. Wie behindert. Voll bescheuert. So. Mann, wie bekloppt. Ich verstehe es nicht. Drei Uhr. Immer noch. Wie lange soll das noch gehen? Hört auf damit! Und außerdem ist es hell. Wofür brauche ich eigentlich eine Kerze? Heißt eigentlich der Glockenschlag, dass es dann bald vorbei ist, oder? Weiß das zufällig einer? Hm? Er ist wieder da. Inspektor Gadget, er hat eine heiße Spur. Hoho! Wer kennt's noch? So gehe ich nachts auch immer durch den Wald mit der Kerze. Inspektor Gadget, lalalalalala. Alter, 15 Zuschauer gucken sich das gerade an. Es tut mir leid. Es tut mir leid, es ist furchtbar. Also ich bin furchtbar. So. Ich gehe mal Richtung neuer Kerze. In der Hoffnung, dass jetzt keiner uns entgegenkommt. Das wäre schlecht. Oh, diese famulösen Texturen auf den Fußboden. Die sind ja echt ein Traum. Gut, ist ein Indie-Entwicklerstudio, ne? Muss man ja sagen. Hör auf, mir was ins Ohr zu flüstern. Ich flüster gleich mal mit. Was war das denn? Was war das denn gerade? Ist das der Maulwurf von unten? War das der, der vorhin so gestampft hatte? Wahrscheinlich der Nachbar. Der gräbt wahrscheinlich gerade wieder die Leichen aus. Die aber sich im Garten versteckt hat. She's gentle like the wind. She's like the wind. She's like the wind. Yeah, yeah, yeah. Alter, geh doch aus dem Weg. Geh aus dem Weg. Du stinkst nach Maggie. Huh, 99 Kommentare. Ich werd verrückt. Und willkommen zu Hä, Camp? Ich will zum Camp. Und willkommen. Ach, guck mal hier. Doch noch nicht alles gefunden. Willkommen zur Let's Play Live Show an alle neuen Zuschauer auf Twitch. Jeden Freitag, jeden Samstag, 20 Uhr. Ich brauche eine Kerze. Ich brauche eine Kerze. Hör auf! Lass das! Ich brauche eine Kerze, sonst bin ich am Arsch. Ich meine, bin ich so schon. War so klar. War so klar. Und jetzt kommt der andere auch noch. Alter, das ist so mies. More aggressive in the dark. Ja, was soll ich machen, wenn ich keine Kerze habe? Ich dachte, jetzt kommt das gleich wieder.